Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob Sie schon wissen, aber in diesen Tagen hat der Chef der Deutschen Bahngewerkschaft, wie heißt er? Weselski, die Bahn, die Deutsche Bahn, zur zuverlässigsten Bahn auf der ganzen Welt gemacht. Die Schweizer Bahn, wo sich die Zugführer, wenn sie ein paar Sekunden zu spät kommen, wahrscheinlich schon eine Tafel Toblerone an den Kopf halten oder aus dem Zug springen, kann er nicht mithalten. Und auch die japanischen Bahnen, wo eine Verspätung von einigen Sekunden wahrscheinlich schon zu einem Harakiri führt, die sind dagegen alles luschen. Da kommt es immer wieder vor, dass sie ein paar Sekunden zu spät sind. Tatsächlich. Und bei der Deutschen Bahn ist das jetzt seit ein paar Tagen oder seit gestern und für ein paar Tage nicht mehr der Fall. Und wollen Sie wissen, warum das so ist? Das ist ganz, ganz einfach. Wenn die Deutsche Bahn heute sagt, der Zug kommt um 14 Uhr nicht und der andere Zug kommt um 13 Uhr nicht, dann könnte sicher sein, auf die Atomsekunde, dass der Zug um 13 Uhr nicht kommt und der andere Zug auch um 14 Uhr nicht kommt. So gut, so zuverlässig, so präzise war die Deutsche Bundesbahn oder die Deutsche Bahn, wie sie jetzt heißt, noch nie. Danke, Weselski, du hast die Bahn an die Spitze befördert. Und ich bin überglücklich, dass ich das in meinem Leben noch erleben darf, dass wir die Schweizer und die Japaner schlagen. Wobei ich sagen muss, ich bin seit mindestens 30 Jahren keine Bahn mehr gefahren. Danke auch.